Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin euer Tommy und wir spielen weiter eine weitere Folge Enderal. So, in der letzten Folge haben wir ja der darin geholfen. Wir haben bei der Dämmerwacht. Dämmerwacht? Oder? Bleiflusswacht. So rum. Und wir begeben uns auf den Weg. Rein. Doch nichts. Schon wieder Wegelagerer hier. Das kann doch nicht wahr sein. Stehen ja wirklich an jeder Ecke und Kante stehen die Straßendiebe. Oh, diesmal so viel Platz in der Inventar. Eisenfallen, Stahlfallen nehmen wir mit. So. Ach ja, alte Eisenfeuer. Auch nicht mal so viel mitnehmen.
an, das ist schon nicht schlecht. Schaut mal alles. Ja, die haben halt die Kutsche überfallen. Guck mal, mein Inventar kurz. Na, ich werde mir dann wahrscheinlich selber was schmieden, das ist dann wahrscheinlich besser. Also, eine Ziege. Das gibt es doch nicht. Einzelteile. Warte mal, kann man interessieren, für was die Einzelteile sind. Ja. Stellung. Beispiel einer Schmiede. Sonderfelden Worte da lassen sich vorherstellen. Ah, okay. Oh! Der Ratte! Alter. Wie gesagt, ich bin auch erst neu in dem Spiel. Ja, ist ja erst rausgekommen. Ach nö. Und ich müsste mir öfters angewöhnen zu speichern.
Jetzt haben wir einen Salat. Nochmal. Ja, gut, es ging ja schnell. Ist es dann doch irgendwo hier? Also da durchs Wasser schwimmt. Nein, nein, ich bin noch nicht. Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Was? Oh, verzeiht. Naja, wer seid ihr? Nein, normalerweise jede Menge hört. Etwas Furchtbares ist Überspring geschehen. das jetzt mal, weil das kennen wir Ja, ja schon. meine Eltern. Nein. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch. Oh, bei den Göttern. Habt Dank. Beeilt euch. Hierher, mein Kleines. Hierher. Alles ist gut. Mama ist jetzt wieder hier. Ja, alles ist gut. Bei Malfas. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wärt ihr nur ein paar Stunden später gekommen, wäre Elfriede jetzt. Ach, ich will gar nicht daran denken. Hier, nehmt das. Es ist ein seltenes Kraut und ich hoffe, es kann eure Mühen zumindest halbwegs entschädigen. Und falls ihr irgendetwas braucht oder verkaufen wollt, kommt zu mir. Ich bin noch eine Weile in der Gegend. Das hier war ein Lehrbuch. Ein Magier. Okay.
wie der Biss eines Flohs. Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Dein Name ist Sakrament und dein Pfad will ich ehren im Leben und im Tod. Der Pfad C. Sind die Ziegen? Thank you.
So, das können wir ja auch schon. Können wir doch auch schon, ne? Haben wir schon mal. Die Frage ist, gibt es denn ja? Kleiner Rucksack. Aha. Oh, da habe ich gedacht, da ist jetzt was. Ach, das wollte er hier durchsuchen.
das Haus. Ups. Speichern. So, hier hat er die Schatulle reingeschmissen. Ja, die haben sich anscheinend zu Tode unterhalten. Muschel. Hallo? Ah, noch. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Drüben ist ein Haus, da werden wir noch mal hingucken. Die Schatulle haben wir auf jeden Fall. Normalerweise wollte der doch eigentlich das Haus durchsuchen hier von denen. Ist ja da. Was wir hier haben, ich hoffe mal, dass es nicht auf der Straße liegt. Wenn das Haus entdeckt. Hallo? Die Küstenregion ist ja ganz schön verlassen, also kann ich nicht sagen. Ach, nicht schon wieder. Bisschen lästig die. Ich habe Linda gesagt, dass sie Banditen gefährlich werden können, aber sie will diesen Ort nicht verlassen. Diese Schweine beobachten jede Nacht unser Haus. Okay? Warum wohl Banditen an der? Oh. So.
Und damit beende ich diese Folge. Ich bin ein Tommy gehabt.